Darf das Jobcenter Leistungen einfach ohne Bescheid einstellen? Diese Frage beantworte ich Ihnen heute. Herzlich willkommen zum heutigen R-Attica TV. Mein Name ist Thorsten Hassiepen und ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hassiepen. Im heutigen Video möchte ich Ihnen erklären, unter welchen Voraussetzungen ein Jobcenter oder aber die Bundesagentur für Arbeit Leistungen vorläufig einstellen kann, ohne Ihnen einen Bescheid erteilen zu müssen. Die gesetzliche Regelung befindet sich im § 331 des Sozialgesetzbuches Römisch 3. Auf diesen Paragraphen wird durch das Sozialgesetzbuch 2 im dortigen § 40 verwiesen. Das heißt, dieser Paragraph ist also auch für Leistungen nach dem SGB II, dem sogenannten Hartz IV, anwendbar. Die Leistungen dürfen aber nur in engen Grenzen eingestellt werden. Das ist der Fall, wenn die Behörde Kenntnis von Tatsachen erhält, die Kraft Gesetzes zum Ruhen oder Wegfall des Anspruches führen und wenn der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, für die Vergangenheit aufzuheben ist. Diese engen Grenzen und alle Tatbestandsmerkmale müssen erfüllt sein. Dann darf die Behörde vorläufig die Zahlungen tatsächlich einstellen, ohne einen gesonderten Bescheid erstellen zu müssen. Aber wenn diese Kenntnis nicht auf Angaben der Person beruht, die die Leistungen erhält, also nicht auf ihren Erkenntnissen, dann ist ihnen unverzüglich eine Mitteilung zukommen zu lassen, warum die Leistung eingestellt wurde, dass sie eingestellt wurde, und sie müssen die Gelegenheit bekommen, sich dazu zu äußern. Auch dies wird oft von den Behörden vergessen. Da werden Leistungen einfach eingestellt, ohne dass eine Mitteilung oder gar ein Bescheid erfolgt. Wenn Ihnen so etwas passiert, sollten Sie auf jeden Fall sofort Kontakt zur Behörde aufnehmen und nachfragen, was der Fall ist. Wenn Ihnen die Begründung nicht ausreicht, suchen Sie bitte sofort einen Rechtsanwalt auf, damit man gegebenenfalls ein Eilverfahren zu den Sozialgerichten einleiten kann. Hierzu stehen wir Ihnen natürlich wie immer bundesweit zur Verfügung. Rufen Sie an, dann helfen wir Ihnen. Das war's auch schon für den heutigen R-Attica. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ein wenig genutzt in Ihrem täglichen Leben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir doch bitte den dicken blauen Daumen. Und natürlich teilen Sie dieses Video fleißig über die sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook, YouTube, Google+ und so weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal.